Die Astronauten auf der ISS bekommen Besuch von dem humanoiden Roboter Skyboard F-850. Eine russische Soyuz-Raumkapsel hat am Dienstag erfolgreich an die International Space Station angedockt und den Roboter an Bord gebracht. Er soll bis zum 7. September bleiben und die Astronautencrew unterstützen. Ein erster Andockversuch am Samstag war wegen eines technischen Fehlers gescheitert.